Hi Leute, ich bin Philipp und wie es der Titel dieses Videos vielleicht schon verrät, werde ich an der diesjährigen Home Barista Meisterschaft der Kaffeemacher teilnehmen. Aber was bedeutet Home Barista eigentlich? Das Wort Barista kommt ursprünglich aus dem Italienischen und bedeutet so viel wie Barkeeper, also eine Person, die verschiedenste Getränke wie Cocktails oder Longdrinks, aber auch nicht alkoholische Getränke aller Art fachgerecht zubereitet und diese dann in einer Bar, einem Lokal oder im Restaurant den Gästen serviert. Heutzutage bezieht sich der Begriff international jedoch speziell auf die Zubereitung von Kaffee. Aber wer guten Kaffee machen will, braucht nicht nur gutes Equipment und eine Liste an verschiedenen Rezepten, sondern auch ein umfangreiches Verständnis in Sachen Auf- und Zubereitung der Kaffeebohnen sowie die Fähigkeit, deren Geschmack und Aroma bewerten zu können, um so stets das Bestmögliche aus jedem Getränk herauszuholen. Ein Homebarista ist demnach also jeder, der diese Dinge im privaten Setting erlernt und sie zur eigenen Zufriedenheit und der etwaiger Gäste und/oder Familie umsetzen kann. Um mich also bestmöglich auf die im September anstehende Meisterschaft vorzubereiten, werde ich in den kommenden Wochen diese drei Aspekte nochmals genau unter die Lupe nehmen und aufarbeiten, um so mit neuem Wissen und ganz viel Übung meine Fähigkeiten als Homebarista auf ein neues Level zu heben. Doch wie steht es eigentlich um meine Fähigkeiten als Homebarista? Um das zu testen und um einen Ausgangspunkt für die kommenden Wochen zu finden, habe ich mir zunächst natürlich mal eine ganze Menge Kaffee bestellt. Im nächsten Schritt habe ich dann von jeder Sorte etwas in einen Becher gefüllt. Genug für drei Espresso-Shots und die Unterseite beschriftet, bevor ich sie dann blind vertauscht und mir anschließend zwei herausgepickt habe. Damit geht es jetzt erstmal ans Einstellen der Mühle. Wie ich im letzten Video zu meiner Kaffeebar bereits erwähnt habe, bevorzuge ich in den meisten Fällen ein Extraktionsverhältnis von 1 zu 3, eine Präinfusion von rund 10 Sekunden und eine gesamte Shotdauer von ca. 35 Sekunden. Aber reichen 3 Versuche, um dahin zu kommen? Ausgangspunkt zum Mahlen von Espresso wäre auf meiner Mühle die Einstellung 1,0, während jeder 0,1er Schritt die Shotdauer um ca. 3 bis 5 Sekunden verlängert oder verkürzt. Schauen wir also mal, wo die Reise hinführt. Das heißt, zuerst Kaffee mahlen, den Siebträger richtig vorbereiten, einspannen und los geht's. Gelandet bin ich bei 57 Gramm in 28 Sekunden, was bedeutet, dass ich den Mahlgrad nach unten verstellen muss. Für den zweiten Versuch habe ich meine Mühle also auf 0,85 eingestellt und bin dann bei einer Extraktionszeit von 32 Sekunden gelandet. Und das würde ich erstmal so lassen. Kaffee Nummer 2 ist etwas dunkler gerüstet, was für mich generell bedeutet, dass ich etwas feiner mahlen muss. Mit einer Mahlgradeinstellung von 0,9 starte ich jetzt also den ersten Versuch. Und mit 54 Gramm in 31 Sekunden ist das schon mal besser als bei Kaffee Nummer 1. Aber da geht noch mehr. Also verringere ich den Mahlgrad wieder etwas und starte dann den zweiten Versuch. Und mit 53 Gramm in 34 Sekunden bin ich mehr als zufrieden. Im nächsten Schritt dreht sich alles um die sogenannte Sensorik, also Geschmack, Aroma und Mundgefühl des gebrühten Kaffees. Kann ich diese Dinge bestimmen, unterscheiden und im Anschluss sogar der richtigen Röstung zuordnen? Finden wir es raus. So, wir sind hier mit Kaffee Nummer 1 und jetzt schauen wir mal, wie das Ganze riecht und auch schmeckt. Erstmal der Geruch. Der riecht sofort richtig bärig. Was anderes rieche ich da jetzt noch nicht. Muss man erst noch ein bisschen abkühlen lassen, aber jetzt probieren wir ihn erstmal. Er schmeckt auf jeden Fall genauso wie er riecht, bärig. Leicht säuerlich. Vielleicht hat er auch so ein bisschen was von Zartbitterschokolade, aber hauptsächlich würde ich ihn säuerlich und bärig beschreiben. Und jetzt schauen wir mal, wo es dazu passen könnte. Nachdem ich mir jetzt die Packung mal genau angeschaut habe, bin ich bei diesen zwei Sorten hier gelandet. Das wären zum einen der Flor und der Donna Margarita. Die Beschreibung des Flor wären dunkle Schokolade, dunkle Beeren und süßlich. Wie bereits erwähnt, so im Nachgang hat er so ein bisschen was von dunkler Schokolade. Er schmeckt auf jeden Fall bärig und süßlich. Süßlich. Wer weiß, vielleicht kommt es noch, wenn er ein bisschen abgekühlt ist. Probieren wir gleich nochmal. Ansonsten, ja, könnte auf jeden Fall sein. Dann
der Donna Margarita. Der schmeckt nach tropischen Früchten, Sauerkirschen und komplex. Da auf jeden Fall Sauerkirschen, er schmeckt ja säuerlich. Und im Gegensatz zum Flor ist er auch nicht süßlich, sondern mehr komplex. Was vielleicht auch so ein bisschen diese Noten von dunkler Schokolade beschreiben könnten. Bin ja kein Profi. Lass mir den Kaffee noch mal kurz ein bisschen abkühlen. Probieren das Ganze noch mal und dann entscheide ich mich. So, Kaffee ist abgekühlt noch ein bisschen. Noch mal dran riechen. Ja, er hat so ein bisschen was bärig-fruchtiges vielleicht sogar mittlerweile. Ich bin mir ziemlich sicher, dass der Donna Margarita ist, weil das Süßliche, was beim Flor beschrieben ist, das schmecke ich jetzt gar nicht mehr. So der Geschmack von dunkler Schokolade. Ja, da trifft es komplex dann doch eher. Schauen wir einfach mal. Und es ist der Donna Margarita. Perfekt, dann ist der erste Kaffee schon mal richtig. Auf zu Kaffee Nummer 2. Okay, hier ist Kaffee Nummer 2. Der war bei der Extraktion richtig gut. Und jetzt riechen wir erstmal rein. Der riecht irgendwie so ziemlich abgerundet, so leicht süßlich. Schauen wir mal, wie er schmeckt. Was sofort auffällt, der ist so richtig cremig, der bedeckt richtig die Zunge und den Mund und schmeckt so ein bisschen, ja, wie er riecht, süßlich, rund, hat einen tollen Körper. Eine ganz minimale Säure. Und ja, jetzt schauen wir mal, wo der dazu passen könnte. Wenn ich mir die Sorten jetzt so anschaue, springen mir wieder zwei Kaffees direkt ins Auge. Das wären zum einen der Toka. Beschreibung hierfür wäre cremig, passt. Kandiszucker, schmeckt süßlich. Und Kokosnuss. Vielleicht ist das ja dieser runde, vollmundige Geschmack. Und dann als nächstes wären da noch der Mami. Toffee, buttrig, langanhaltend. Ob das wirklich passt, bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich lasse den Kaffee noch mal ein bisschen abkühlen, probiere ihn noch mal und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Kaffee ist noch ein bisschen abgekühlt. Immer noch so eine ganz, ganz dezente Säure. Das Mundgefühl nach wie vor, das bedeckt richtig die Zunge. Aber ob ich da jetzt so Toffee rausschmecke, weiß ich jetzt nicht. Deswegen kommt der wieder weg. Und der Toka mit seinem cremig Kandiszucker Kokosgeschmack könnte sogar der richtige sein. Ja, ich sage, es ist der Toka. Schauen wir mal nach. Und tatsächlich, Kaffee 2 auch wieder richtig. Perfekt. Kleiner Tipp am Rande noch. Wenn ihr euren Kaffee richtig eingestellt habt, schreibt am besten gleich auf die Packung auf der Rückseite eure Einstellungen auf. Das wären bei mir 0,8. Auf der Mühle. Als letzte Disziplin bleibt dann noch Latte Art. Denn ein leckerer Kaffee soll ja schließlich auch optisch ansprechend sein. Also schnell noch ein Espresso gebrüht, Milch in den Pitcher, kurz aufgeschäumt und fürs Erste gar nicht schlecht. Wie ihr jetzt im letzten Clip gesehen habt, ist das mit der Latte Art ganz okay, aber um etwas selbstkritisch zu sein, fühlt sich das Ganze ziemlich unkontrolliert an. Deshalb werde ich da wohl die meiste Übung brauchen. In Sachen Maschine einstellen und Sensorik war ich eigentlich ganz zufrieden. Wobei, vielleicht war das ja auch nur Zufall, dass ich die richtigen Kaffeesorten herausgefunden habe. Um dem auf den Grund zu gehen, habe ich mich in den kommenden Wochen noch für ein Cupping angemeldet, um da vielleicht die ein oder andere Sache noch zu lernen. Ansonsten sind das jetzt meine Grundvoraussetzungen und in den nächsten Tagen und Wochen werde ich fleißig üben, um bereit für die Meisterschaft zu sein. Falls euch das Video gefallen hat, ihr vielleicht sogar was gelernt habt oder Lust bekommen habt, diese Sachen selber mal auszuprobieren, lasst es mich gerne wissen, lasst mir vielleicht sogar ein Like da. Und ansonsten war es das erstmal von mir. Wir sehen uns wie immer im nächsten Video. Ciao.